Hi Leute, willkommen zurück in der Panzergarage. Hier ist euer Marcel. Und ja, es ist der 1. April. Und hier sehen wir einen schlechten Witz. Ich meine, gut, es ist ein Scherz, es ist der 1. April. Ha, 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 wir erinnern uns alle an den Karl. 8-Bit-Gefechte. Euch zuliebe. Auch nur euch zuliebe. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Game da oben oder welchem Film der ist da oben entnommen ist, ob das auf irgendeinen Sci-Fi-Roman oder sonst was basiert. Auch diese Panzer, sag ich mal. Ja, das ist das also. Das ist der witzige April-Scherz. Boah. Der sphärische Krieger im Vakuum. Kunstschuss. Sphärische Erfahrung, Belohnung 750 Erfahrung. Sphärische Reserve im Vakuum. Ich muss an 10 Gefechten teilnehmen und das Gefecht jedes Mal gewinnen. Was für ein Schwachsinn. Eins ist der Vorteil. Sind gerade diese 750 Erfahrungen, die ich umwandeln konnte. Danke für dieses Geschenk. Das ist das Einzige, wofür ich jetzt gerade dankbar war. Und jetzt sage ich, sphärische Mistkugel, leck mich am Arsch.
Gott, das ist schrecklich. Und ich will nicht wissen, wie viele jetzt diesen Scheiß spielen. Und ganz wichtig war natürlich, das war eine russische Kampfwaffe. Mal wieder typisch Wargaming, weißt du, Minsk. Die haben immer noch hier ihre Sowjetunion im Kopf und so. Die denken immer noch, war schon kommunistisch und nicht, ja, Spieler. In dem Fall sind wir Spieler ja die Kunden. Schließlich geben wir auch Geld aus für dieses Spiel. In dem Fall also kundenorientiert. Erinnert mich an eine kleine Nebensächlichkeit bei World of Warships. Weißt du, da habe ich ein bisschen was zum Quatschen dran. Also bei World of Warships ist euch ja allen Begriff. Und ja, in dieses Spiel. Ja, und warum nicht? Tier 1 in Tier 2 Gefechten geht auch. Das kommt auf die Wertung der Spieler dann an. Naja. Also bei World of Warships ist es ja so: es gibt die Amerikaner und die Japaner. Die gab es zuerst. Dann, also in der Open Beta, dann kamen, ganz wichtig, das wissen nicht alle, dann kamen nämlich die Briten. Die Hood war für einen kurzen Moment, glaube ich, es war die Hood, meine ich mal, oder die Prince of Wales, eine von den beiden, ist kurzzeitig als Premium eingeführt gewesen. Jetzt haben wir die Warspit im Moment als Premium-Schlachtschiff, aber es gab Schiffe der Briten. Dann, und sogar einen Baum, also es war schon ein kompletter Baum eingeführt, der Royal Navy. Das gab es wirklich, einen kompletten Tech Tree. War schon eingeführt, nur keine Schiffe eingefügt. Da habe ich mir gedacht, okay, die brauchen noch ein bisschen Zeit wegen der Schiffe. Dann wurden die Sowjets eingefügt. Ja, gut. Russland. Ja, alles super, super, mega, super stolz auf ihre Marine. Bla, 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 bla. Die nie vorhandene russische Kaiserflotte. Russland war nie eine Seemacht. Das wird immer wieder schön ignoriert. Gut, drauf geschissen, dachte ich mir. Oh, ein K7. Vor dem muss ich mich in Acht nehmen. Ja, genau deswegen. Mist. Zurück, 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 zurück. Da haben wir schon mal keine Chance. Der K7 ist, hat zwar nur eine schwache Kanone für einen kleinen Kaliber, aber ausreichend. Und mein Team scheint hier auch sowieso nicht groß zu reißen. Die fallen ja wie die Fliegen hier, ey. Bin ich da gerade von meinem... Nee, nicht von meinem eigenen. Aber trotzdem, das war gerade ein Scheiß. Also, World of Warships, da habe ich jetzt auch eine... Ist auch auf der Facebook-Seite von denen, habe ich geschrieben, hier, was soll der Scheiß? Ihr hattet die Briten doch schon eingeführt. Was soll das? Warum führt ihr sie nicht komplett eigentlich ein? Und habe gefragt, habt ihr irgendwie Probleme? Kriegt ihr die Rechte an den Schiffen nicht? Oder was ist euer Problem, dass ihr die Royal Navy nicht einführen könnt? Dass vorher die große Sowjetflotte, die aus Mist besteht. Man muss es einfach so sagen, die besteht, die gesamte Kriegsmarine Russlands besteht, wenn nur aus
Nachkriegsschiffen, aus Schiffen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und alles, was danach kam, war eigentlich uninteressant. Weil danach kam nichts Interessantes mehr. Die größten und stärksten Schiffe wurden während des Zweiten Weltkriegs gebaut. Einige wurden ja abgebrochen. Wurden gar nicht erst gebaut, aber man überlege, was gebaut wurde. Kaum eine Nation hat heute noch eine große Kriegsmarine oder generell eine große Seemacht. Die USA besitzen mit einer der größten Seemächte der Welt. Die Briten besitzen die gar nicht mehr. Die Briten waren eine ganze Zeit lang eine der mächtigsten Seenationen. Dann kamen die USA und Japan war ja auch eine lange Zeit. Ist klar, Japan ist eine Insel, genauso wie die Briten. Die Briten leben auch auf einer Insel. Klar, warum eine der mächtigsten Seenationen waren. Nee. Also das ist doch schon mal wohl klar, warum eigentlich die Briten der Sowjetflotte mal vorziehen könnte. Aber das tun sie nicht. Ich meine, klar, sie sind in Weißrussland. Man ist immer noch stolz darauf, dass ein paar an Land stationierte Matrosen in ihrer Kaserne in St. Petersburg gegen den Zaren rebellierten und damit die Oktoberrevolution unterstützten. Haben wir verstanden? Ja, es waren Matrosen, die zuerst den Aufstand geprobt haben. Oder die so bedeutend den Aufstand probten und sich weigerten, den Befehl des Zaren auszuführen. Aber sie waren nicht auf Schiffen. Sie waren ganz klar, sie waren an Land stationiert. Es waren Infanteriesoldaten der Marine. In Russland brüsten sie sich ja heute noch. Fahrt mal in ehemalige Ostblockstaaten, Staaten der ehemaligen Sowjetunion und sowas. Da sind heute noch, oh hier, die weiß-blau gestreiften Hemden werden da getragen. Man ist super stolz da auf eine Marine, auf die Marine und hast du nicht gesehen. Aber die Marine ist so unbedeutend. Mist, da hat der Hetzer mich ins Ziel gekriegt. Aber die russische Flotte ist so unbedeutend gewesen. Ob es jetzt die Zarenflotte war, ob es jetzt die Sowjetflotte war, denn die sowjetische Marine bestand vom Beginn des Kalten Krieges. Ganz wichtig, selbst während des Zweiten Weltkrieges hat Stalin nicht eine müde Mark, könnte man sagen. Also er hat kein Geld da rein investiert, um eine große Seestreitmacht aufzubauen. Das hat er nicht. Das hat er nie getan. Denn Stalin und seine militärischen Berater, die haben nach dem Zweiten Weltkrieg sich hingesetzt wahrscheinlich auch und haben gesagt, so, die Sowjetunion und ihre Verbündeten und die Staaten, die sie unter Kontrolle haben, also Warschauer Pakt, erstrecken sich von Zentraleuropa rüber bis in den bis an die Pazifikküste. Da hatte war der Machtbereich der Sowjetunion. Die Sowjetunion oder ehemalige UdSSR bestand aus Land. Land. Ein Land, das über zwei Kontinente erreicht. So, jetzt frage ich euch nochmal. Hatte so eine Nation, die zwar jede Menge Kilometer Küstenlinie hat, aber so gut wie ja nichts auf Wasser besitzt, weil die Sowjetunion hatte keine Inseln, die Sowjetunion hatte nichts. Ich meine,
zu der Zeit haben sie das Schwarze Meer von fast komplett kontrolliert. Und das Schwarze Meer war im Grunde genommen auch bedeutungslos. Man muss nämlich an der Türkei vorbei und die Türkei war ein NATO-Verbündeter. Von daher, sie haben das Sinnigste gemacht überhaupt. Sie haben eine kleine Marine gehabt, die fast überwiegend aus Versorgern und Unterstützern bestand, schwere Panzerkreuzer und sowas, aber hauptsächlich U-Boote. Ein Großteil der Sowjetmarine waren U-Boote. Und das will man anscheinend nicht einsehen. Das ist aber ein Fakt. Ich meine, es ist einfach so. Russland dominierte einfach an Land, weil all seine Feinde konnte es ganz klipp und klar in wenigen Tagen überrollen. Und zwar sprichwörtlich, weil sie eine der größten Panzerarmeen der Welt hatte, der Warschauer Pakt. Gutes Beispiel, warum der Warschauer Pakt nur eine Panzerarmee größtenteils besaß. Wir haben den Tiger-Kampfhubschrauber in der NATO nicht entwickelt, weil die so eine Supermarine hatten. Den haben wir entwickelt aus folgendem Grund. Das war ein Panzerabwehrhubschrauber. Wir haben uns darauf konzentriert, unsere Militärmacht nicht zu forciert auf Panzer, sondern stärker forciert auf, ja, Panzerabwehr. Wir versuchten eine größere Luftstreitmacht aufzubauen. Weil es wurde ja im Zweiten Weltkrieg festgestellt, dass Schiffe Flugzeugen gegenüber unterlegen sind. Aber das will man irgendwie, bei Wargaming hält man trotzdem noch straff daran fest, dass sie total überlegen waren, und zwar in allem. Dabei hatten die noch nicht mal die Sowjetunion auch noch die schlechtesten Flugzeuge. Was zur Hölle? Abpraller. Was zur Hölle? Ach, Artillerie. Ich war hier nicht Artillerie safe. Verdammt. Ja, und das ist so ein Thema, da könnte ich mich echt drüber auslassen und tierisch drüber aufregen, dass das nicht eingesehen wird von denen vor allem. Vor allem, dass er auch auf keine Reaktion kommt. Ich finde es zwar okay, ich finde es nicht gut. Ich sagte nur okay, dass sie die deutsche Marine, ich bin kein Fan der deutschen Marine. Weil die deutsche Marine erlebte ihre Glanzzeit unter Kaiser Wilhelm. Und jeder, der was anderes behauptet, der meint, ja, nein, im Zweiten Weltkrieg hatten wir so einen Turm, hatten wir nicht. Im Zweiten Weltkrieg bestand die deutsche Marine aus den Überresten der kaiserlichen Marine. Es wurden überwiegend U-Boote gebaut. Die meisten Entwürfe wurden abgelehnt oder einfach nur bestandene Schiffe wurden optimiert und verbessert. Das ist der ganz einfache Geschichte. Weil Deutschland besaß nie wirklich eine große Seestreitmacht.
mit den U-Booten. Auf die U-Boote haben wir uns ja im Ersten Weltkrieg sehr schnell sehr gut verstanden. Wir haben vernünftige U-Boot-Waffen gebaut und auch eingesetzt. Ich meine, da können wir uns echt nicht beklagen. Also, da haben wir wirklich was, ein Waffensystem für uns auch entdeckt. Also, U-Boote waren unser Ding. Es ist einfach so. U-Boote waren ein Ding der deutschen Marine. What the fuck? Aber die deutsche Marine, ja, sie war nie wirklich, also, was man halt sagt. Also wir hatten ein paar Schlachtschiffe, ja. Die Bismarck wurde eingesetzt und danach wurde sie versenkt von Flugzeugen. Und dann, also schwer beschädigt und dann versenkt. Mist. Also nur weil ich einen beschädigten Turm hatte. So, und von der Großteil der deutschen Marine ist ja nicht viel übrig geblieben. Das ist einfach ein Fakt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Heutzutage, ich glaube, aus was bestehen wir? Also ich würde behaupten, die gesamte deutsche Marine mit allen Kampfschiffen und Hilfsschiffen Schnellbooten und hast nicht gesehen, also jetzt nicht kleine Motorboote, sondern halt, man sagt halt Boote, besteht vielleicht aus 40 Schiffen oder so, oder knapp 50. Ich meine, die Bundesrepublik hat auch nach dem Kalten Krieg keine wirklichen Marineaufgaben gehabt. Auch heute, Deutschland ist nie eine Seemacht gewesen. Und das ist auch logisch, warum bestimmte Nationen keine Seemächte geworden sind oder einfach nicht werden wollten. Sie hatten keinen Grund dazu. Es werden einige sagen, ja, die USA sind auch nur ein Land am Kontinent, warum haben die so eine Seestreitmacht, so eine große und eine Reserveflotte von bis zum Hell am Arsch. Die USA haben ihre Marine aufgebaut, nachdem sie halt England unabhängig wurden von England, aus einem ganz wichtigen und ganz bestimmten Grund. Die Piratenjagd. Das, wofür wir die deutsche Marine heutzutage einsetzen, weil die Piraten kontrollierten ja alles um Kuba herum. Die ganze Region, bis runter nach Jamaika, wurde alles kontrolliert von Piraten. Und die haben natürlich Probleme verursacht, wie es halt so ist mit Piraten. Ich meine, hallo? Die haben Handelsschiffe angegriffen. Das war nicht gut. Darauf musste ja reagiert werden. Die USA haben reagiert und haben eine große Seemacht aufgebaut. Der Großteil der US Navy kämpfte in der ersten Zeit oder in der Anfangsphase allein in der Karibik wurden sie eingesetzt. Erst später
baute man, nachdem die Erweiterung in den Richtung Pazifik halt stattgefunden hatte, das war ja auch erst sehr spät, wenn man überlegt, wie die USA sich entwickelt hat, dafür sollte man die Historie von denen ein bisschen kennen, um das zu verstehen, ist klar, warum die erst so spät eine Marinestreitmacht aufgebaut haben am Pazifik. Aber es gab halt schon eine sehr große Streitmacht. Einfach nur, um die Piraterie unter Kontrolle zu bringen. Die Briten waren eine Insel. Darum waren sie über Jahrhunderte eine der mächtigsten Seenationen der Welt. Die USA waren halt so ziemlich ein ganzer Kontinent. Um einen Krieg führen zu können, mussten sie quasi übers Wasser. Weil im Norden war Kanada und im Süden war Mexiko. Und mit beiden wollte man eigentlich keinen Krieg mehr führen. Deshalb, ich kann sehr, sehr viele Dinge nicht nachvollziehen, die, wie das Leute immer noch glauben, dass sie eine super Seemacht waren, die Sowjets. Ui, ich hab Schaden gemacht. Ach, schade. Fehlt. Aber immerhin, ich hab einen zerstört. Das ist cool. Ja, es ist halt so eine Sache. Ich persönlich bin halt kein Fan der Sowjetmarine. Sag ich ganz ehrlich. Oh, aber ich denke, jetzt habe ich mich genug über das Thema ausgelassen. Ah, da kommen wir auch aus dem Sieg. Oh, und da auch. Aha. 10.000. Nicht schlecht.
Und 820 Erfahrungspunkte reichen aber für nothing. Hier haben wir jetzt auch nicht so viel. Immerhin haben wir hier fast 6000 Erfahrungspunkte drauf. Wir könnten den Funk, aber den brauchen wir eigentlich nicht, weil der ist uninteressant. Mich interessiert hauptsächlich hier der T-34. Ha, über den hier, wenn wir über den BT-7 gehen würden, würden wir den T-34 günstiger kriegen. Von der Erfahrung her. Aber dann hätte ich 1, 2, 3 Panzer und hier mal 1, 2. Da waren auch 3 Stück. Aber ich denke, das ist. Das wäre okay, ist das über die Linie zu gehen, finde ich. Weil ich von denen sowieso kein Fan bin. Ja, haben wir hier noch Erfahrung drauf? Nee, überhaupt nichts. Den müssen wir vielleicht irgendwann uns dann den schnappen, damit wir auf die Heavy-Linie von denen kommen wollen. Oder wir machen es über den T-34. Müssen wir mal gucken. Aber, ihr Lieben, das war's für diese Folge. Ich schmeiß die jetzt gleich nämlich direkt ins Renderprogramm, damit wir die heute noch rauskriegen. Ich würde sagen, ihr vergesst das Kommentieren und Bewerten bitte nicht. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch sehr. Und ich bin euer Marcel. Und bis denn.